sind wir? Dies ist das alte Atlantis. Ja, du Narr. Aber hier wird es auch sein, dass Kronos aus dem Tartarus entkommt und die Erde betritt. Seht, Gaia ist hier. Das ist die Lösung. Wir müssen Gaias göttlichen Zauber der Saat über den heiligen Becken Stopus, auf den äußeren Inseln beschwören. So, liebe Spaßgesellschaft, damit ein wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück zu... Oranos Himmelspforte ist zusammengebrochen. Unsere Verstärkung wird auf dem Seeweg kommen. Willkommen zurück zu Sheeta. So, Moment. Beschwören Sie Gaias Zauber Samen Gaia. So. Ah, Dryaden. Schön. Okay, ich sollte irgendwas machen, um Ressourcen zu kriegen und so weiter. Auf diesen versunkenen Landen wird niemand. Wir müssen uns bereithalten, die heiligen Pflanzen beschützen. Die wachsen werden, sobald wir Gaias Zauber beschworen haben. Okay. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, was bauen wir als erstes? Erstmal ein Tempel. Denn hier vorne habe ich schon direkt einen Schatz gesehen. Ihr bleibt mal hier, das macht bei ihm nur der gute... Ach komm, Castor, du hast mal ein bisschen was an Verantwortung zu schleppen, deswegen... viele Bäume. So, dann bau doch mal. Ja, was bauen wir denn? Erstmal eine Kaserne. Nein, erstmal, damit wir schneller an Ressourcen kommen. Fangen wir da an. So, was haben wir jetzt überhaupt gesammelt? Halsband der Harmonia. Gold kann schneller gesammelt werden. Schön. Sieht man aber nicht viel von. Ja, wird wahrscheinlich noch kommen. Die Verstärkung ist gelandet. Yay, Verstärkung! Yuji? Herr Joes? Gott sei Dank. So, dann soll, ich sollte auch mal... Ja, das kannst du jetzt eben machen. Schnell einen Marktplatz errichten. Und wir sammeln erstmal ganz schnell ganz viele Ressourcen. Weil Dorfzentrum ist hier ja leider nicht. Mein Gott, 12 Schätze? Alter! Krass! Haben wir hier auch so viel? Nee, ne? Leider nicht. Aber wir können ja schon mal dahin gehen. Oh, Moment, da sehe ich noch einen Schatz. Ajax, schnapp dir den mal. Hart das Unglück. Erhöht die Sichtweite von Speeren, um abgelegene Gebiete zu erforschen. Toll. Das ist ja sowas von nutzlos. Nehmen wir aber natürlich trotzdem mit. So, du hast nichts zu tun. Dann bau doch mal zur Sicherheit hier ein paar Türmchen. Moment, was haben wir hier für Viecher? Oh, der gute Argus. Das Doofe ist, dass wir hier keine göttliche Gunst erzeugen können, weil wir kein Dorfzentrum haben. Deswegen bin ich noch ein bisschen vorsichtig, was so das Bauen oder das Nutzen von göttlicher Macht angeht. Müssen wir mal schauen. So, hier erstmal noch ein paar Verbesserungen. Wir brauchen Sicht durch den Gefechtsnebel, um Gaias göttliche Zauber über den heiligen Becken zu beschwören. Gaia hat dieses verwüstete Land geheilt und für unsere Ankunft vorbereitet. Mhm. Alter! Ich hab mir direkt ein paar Einheiten zerrissen, der Sack. Und wieder ein paar Dryaden. Zwei haben wir noch. Herbeirufenbaum, das ist auch ein schöner Name. So wollte ich schon immer mal heißen. Na, guck an, da kommt schon ein bisschen Gegenwehr. So, vermutlich wird da hinten relativ wenig angegriffen werden. Ich unterstelle mir, die meisten Angriffe würden eher hier kommen. Nein!
Das lasst mal schön bleiben. So, und unser braver Bürger hier, der darf gleich mal hier ein paar Türmchen hinstellen. Und du, braver Bürger hier, darfst mal eben... Nein, wir haben gar keine Schmiede, das fällt mir jetzt auf. Ich überlege gerade, ob sich das lohnt, überhaupt ein bisschen was in Marine zu investieren. Weiß ich jetzt gerade nicht. Erstmal investieren wir was in Türmchen. Und so lange bleiben wir auch noch da. Ich hoffe, ich krieg bald nochmal Verstärkung, weil so ein paar Dorf, so ein paar Bürger wären schon geil, so ressourcenmäßig. Wäre schon cool. Aber gut, wir müssen einfach mal gucken, was jetzt so auf uns zukommt. Wir sollten auch mal gucken, dass wir bald eine Kaserne errichten. Damit wir auch einheitentechnisch nicht auf der Strecke bleiben. Oh, da bewegt sich ein Trupp. Wo bewegt er sich hin? Ich glaube, die kommen jetzt gerade hier unten Richtung... Ja. Nicht gut, nicht gut! Dann greifen sie scheinbar... Ah, nein, haha, sie kommen doch hier hin. Gut, dann haut ihr mal direkt einer aufs Maul. So, und schon einen verloren, toll. So, das lief schon mal ein bisschen gut. Aber ich sollte hier doch noch ein bisschen mehr in Defense investieren. Es ist weitere Verstärkung aus Ägypten eingetroffen. Cool. Wobei die waren doch, glaube ich... Ah, so. Oh, ey, ihr verdammten Spinnen, ist da super direkt ein Streitwagen verloren. Toll! Kommt doch Freude auf! So, machen wir eben eine Kaserne hier fertig. Können wir hier eine Mauer? Nee, Mauer geht natürlich nicht. Ja, gut, sonst wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen zu einfach. Gut, da die Verteidigung jetzt hier steht, geht ihr mal bitte weiter. Okay, der hat das nächste Zeitalter erreicht. Schön für ihn. Da haben wir nur ein bisschen Gold, sonst soweit nichts von Interesse. Können wir auch den direkten Weg zur nächsten Stelle nehmen. So, und du darfst hier... Ach komm, wir gönnen uns mal zumindest, dass wir hier unser Hauptquartier quasi verteidigen. Machen wir das mal eben. So, und hier oben werden wir gleich einige Tempel brauchen, glaube ich. Zumindest hätte ich ganz gerne diese Sachen, die sich da verstecken. Also ich brauche auf jeden Fall noch einige Fernkämpfer. Aber wisst ihr was, wir machen es anders. Wir machen erstmal hier die Upgrades, die wir uns ein bisschen mehr leisten können. So, du bist fertig damit Bäumchen fällen. Dann darfst du gerne hier hinten weitermachen. Es mangelt gerade leider echt ein bisschen an Holz. Aber da kommen wir gleich schon hinterher. Bin ich zuversichtlich. Oh, scheiße, toter Winkel. Der Dreck. Ah, oh, dieser miese Penner. Oh, das ist so mies.
Aber jetzt weiß ich wenigstens, an welcher Stelle genau ich verpennt habe, meine Basis vernünftig aufzubauen. So, einmal ganz schnell darüber. Oh nein, bitte nicht meine Bürger. Oh verdammt, das ist so ärgerlich. Scheiße. Und ich dachte mir noch so ganz ruhig, ja, da passiert nichts. Der wird nicht angreifen. Die Griechen schicken Verstärkung. Keinen Moment zu spät. Sehr schön, ein neuer Bürger. Ja, Mist, und da wieder mal gepennt. Alter, ist das ärgerlich. Ja, selber schuld. Muss man leider sagen, wie es ist. So, wer bist du? Achilles. Oha. Also, hier sollten die Türme aber eigentlich einigermaßen Bestand haben. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich noch Bürger habe. Du bist gerade hier am Holzfällen. Ändere das mal bitte zu Gold. Ich habe nur noch 3 Bürger. Es ist zum Kotzen. Aber gut, ich, wie gesagt, ich bin leider selber wirklich schuld, muss ich sagen. Reparier mal bitte das Türmchen. Warum kriegt das Türmchen immer noch Schaden? Ah ne, das wird nur angezeigt, okay. Oh Gott, Leute, das ist so mies. Das kotzt mich gerade echt so dermaßen an, dass ich so dumm war. Man muss ja wirklich sagen, es war einfach nur Dummheit, dass ich nicht mal irgendwie auf die Idee kam, vielleicht soll ich mal meine Verteidigungslinie aufbauen. In alle Richtungen. Aber Dummheit gehört leider bestraft und die Strafe kam postwendend. So, haut hier mal fleißigst aufs Maul. Könnte man ein bisschen mehr Damage machen, bitte? So, und ihr mal bitte wieder zurück. So, komm, bevor der gleich nochmal eine Festung hin teleportiert, baue ich jetzt einfach noch eine hier hin. Und hol erstmal noch ein bisschen Feuerkraft hinzu. Das dürfte jetzt hoffentlich reichen. Hoffe ich. Also, wir wissen, tue ich es nicht. Schauen wir mal. Ach, er schon wieder. Was auch immer das für ein Gebäude war, mein Lieber. Es hat ihnen nichts genützt. Hier bekommen noch einer noch, okay. So. Hoffen wir mal, dass sie mit ihrem nächsten Angriff noch ein bisschen warten und uns ein bisschen Zeit geben.
Ja, wenn man vom Teufel spricht, da kommt er, glaube ich, schon. Wo habt ihr jetzt draufgeballert? Also ich würde sagen, ihr geht jetzt erstmal zurück, denn ich glaube, da kommt jetzt gleich in irgendeine Richtung ein Angriff. Und wir holen uns dann schon die jeweilige Saat. Kann ich eigentlich Himmelsporten bauen? Nee, ne? Leider nicht, verdammt. Sonst hätte ich mir an jedem Standort eine Himmelspforte gebaut, damit ich meine Truppen natürlich schnell verschieben kann. In der Theorie vielleicht ein guter Plan, in der Praxis nicht durchführbar. Schade. So, schön alle umbringen. Tja, ressourcentechnisch haben wir uns ja leider selber ins Aus katapultiert. So, du hast kein Holz mehr. Weil du gehst mal lieber hier hin und wir beschwören hier mal den Wald der Gaia hin. Herr Joes? Oh, ist schon wieder der nächste, die nächste Scooby-Gang. Ja komm, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit immer nur meine Truppen hier stehen lassen, das bringt so nichts. Ach guck an, da steht noch was. Die Urne des Imseti. Infanterie wird schneller ausgebildet. Okay, das sollten wir uns tatsächlich mal eben holen. Und in den Tempel bringen. Aber komm, mach du das eben. Du stehst direkt dran. So, wisst ihr was? Wir bauen jetzt hier noch eine Festung hin, einfach um sicher zu gehen. Der will mir direkt vor die Nase Militärkaserne stellen, der Sack. So, dich haben wir mal auf unsere Seite geholt. Oh, und interessanterweise bist du bei uns viel stärker. Ja, so kann man sich ja auch seine Armee vergrößern, ne? So, du einmal bitte da das reinbringen. Dankeschön. So, was haben wir jetzt nicht? Gold. Du mit deinen Drecksorakeln, ey. So, jetzt marschieren wir aber endlich mal hier rüber. Warte mal, das kostet Holz und Gold und das auch. Das heißt, eigentlich ist unser Nahrungsfritze gerade, ja, nicht über, aber naja, er hat halt nicht die wichtigste Aufgabe. Deswegen, der kommt mal mit. So, dann nochmal eine kleine Pflanze. Na toll, keinen in Reichweite. Super! Alter, ist das nervig. In Wedge. Schützt Gaias Bäume. In Edgerek. In Edgerek. Ja, machen wir grundsätzlich gerne. Und da kommt schon die Scooby-Gang zum Spielen. So, macht man bitte hier ein bisschen hin. Das wäre sehr cool. Apropos wäre sehr cool. Ich sollte auch mal hier endlich hin machen.
So, die erste Kaserne ist bald platt. Schön. Hat ja nur 100 Jahre gebraucht. So, da wir gerade so viel Holz brauchen, darfst du jetzt erstmal hier ein paar Bäumchen mitfällen. Einmal bitte zurück. Oh, du auch, Schätzelein. Boah, krass, wie das ruckelt, wenn so viele durchs Wasser gehen und man so diese Wassereffekte hat. Was ist denn da nicht in Ordnung? So, wie viele Bogenschützen kommen noch? Gar keine, okay. Machen wir erstmal hier die Panzerung von denen ein bisschen besser. So, und wenn wir jetzt gleich genug Holz haben, was jetzt der Fall ist, dann kommen wir noch eins und zwei Türmchen dazu. So, ihr marschiert dann bitte einmal hoch. Ach, da hinten. Ja gut, ihr könnt natürlich auch einfach hier alle Fischerboote umbringen, wenn ihr Spaß dran habt. Transportschiffe, ganz wichtig. Hat er mir den jetzt einfach ins Wasser gezogen oder was? Und damit wieder verbuggt? Toll! Oh, toll! Gott sei Dank gehen sie nicht auf meinen Dorfbewohner. Ist gerade tatsächlich mein Hauptgedanke, den ich habe. So, und du darfst dann da hinten ein paar Bäume fällen. Obwohl, weißt du was? Du leg mal hier Nahrung an. Weil wenn du Bäume fällst, dann ist der natürliche Schutzwald hier weg. Was natürlich suboptimal wäre. Mein Gott, wie das ruckelt. Unglaublich. Komm immer noch nicht so ganz drauf klar. So, du, mein Lieber, bist leider tot. Deswegen entfernen wir dich mal. So, komm, dann machen wir jetzt erstmal die Mumillione ein bisschen besser. Die 5 Stück, die wir haben. Eine Upgrade haben oder nicht? So, und dann bist du auch schon gleich platt. Sehr schön. Und du darfst dann eben das Türmchen hier heilen. Die Bäume rufen die Titanen der Erde herbei. Gaia. UER. Wow, was ist jetzt? Gaia wird herbeigerufen, ja geil. Jetzt muss ich die Dinger natürlich halten. Ich sagen, gucke ich, dass ich meine Abwehranlagen noch ein bisschen mehr aufbaue. Wo wird er kommen? Was haben wir hier? Schiff aus Fingernägeln. Liefert ihren Schiffen kostenlose Nahrung. Das ist natürlich geil. Oh, jetzt kommt Kronos dazu. Beziehungsweise sieht aus wie der kleine Prometheus. Ja, Prometheus, genau. So heißen die Geräte. Okay. Yuji? Mak. Yuji. Sollten hier noch ein paar mehr Türmchen bauen, glaube ich. Ach gut, immer nur 2-3 Einheiten kommen. Aber egal, wir wollen ja nicht meckern. Schließlich war das ja fieserweise ein Angriff von 2 Seiten. So, wo ist mein anderer Arbeiter? Ach, der war hier hinten im Holzfällen, genau.
dann soll der da auch ruhig bleiben. Und du darfst wieder ein bisschen Gold schürfen. Können wir das noch irgendwie beschleunigen oder haben wir... Oh, guck an, da können wir tatsächlich beim Gold noch was drehen. Habe ich ganz vergessen. Komm, komm. So, geht doch. Haben wir dann noch diese Kaserne bald weg. Gaia braucht noch 8 Minuten 40. Bis dann müssen wir einfach in Anführungsstrichen, also müssen wir alles halten. Dann würde ich sagen, haut ihn mal aufs Maul. Jetzt kommt er auch wieder mit seinen Taschenspielertricks um die Ecke. Ich glaube es wohl. Genau, könnt ihr hier mal ein bisschen schneller ballern, das wäre sehr nett. So. Das lief ja schon mal ganz gut. Tatsächlich ist mein Hauptquartier, glaube ich, am schlechtesten verteidigt, weil das am offensten ist vom Angriff her und ja. Aber egal. Hier stehen unsere Truppen und hier bleiben unsere Truppen. Wobei ich mich nicht erwehren kann, zu überlegen, ob ich nicht noch weitere Truppen dahin schicke. Vielleicht auch ein bisschen was Mythisches, sowas hier zum Beispiel. Ach, schön, dass hier Ruhe eingekehrt ist. Wobei, ich würde sagen, ich nehme einfach hier noch ein paar Fanatiker. Die schicke ich hier oben hin. Weil Fernkämpfer habe ich ja durchaus genug. Würde ich jetzt zumindest mal meinen. Ach, hier die Upgrades könnte ich auch nochmal machen bei Gelegenheit. Ja, jetzt wo ich meine Ressourcen verballert habe, natürlich sehr sinnvoll. So, wir gönnen uns mal nur 4 Fanatiker. Damit ich meine Bogenschützen verbessern kann, weil das hat deutlich höheren Effekt. Ich habe ja doch sehr viele Fernkämpfer. Und wenn wir die alle upgegradet haben, das ist natürlich Töfte. Oh, da steht so ein einzelnes Orakel rum, das soll mich jetzt nicht groß jucken. Kronos steht über allen niederen Göttern. Nicht cool. Kronos ist auferstanden. Oh shit. Und wir brauchen noch 5 Minuten, bis Gaia ready ist. Super. Scheiße. Das ist jetzt extrem kacke. So, erstmal schnell diese Kaserne platt machen, dass er gar nicht erst auf dumme Ideen kommt. Hallo Kronos, so siehst du also aus. Du bist aber ganz schön hässlich. Können wir dir sowas vor die Füße setzen? Nee, geht nicht. Welchen Baum der Hesperide nicht. Kronische Drachenboote mit Verstärkung sind gelandet. Hui, die gibt's auch noch. Oh, ein Dorfbewohner, ja. So, einmal hier hoch, ihr Nordic Man. Kronos kommt näher. Nur Gaia ist in der Lage, Kronos zu besiegen. Ja, wobei, ich darf mich dann nicht verpieseln, verdammt. Du, mein Lieber, geh mal besser hier hinten hin und fäll ein paar Bäume. Und ihr versucht doch mal, ihn zu kiten. Dann führen wir den schön Gassi, weil Schaden kriegt er ja nicht und wir müssen ihn einfach nur noch 4 Minuten totschlagen. Oh, es scheint zu klappen. Au.
Ja, aber nicht so ganz. Wollte ich nicht hier noch ein Upgrade machen? Jo, wollte ich. Wisst ihr was? Ich lege mir die mal auf die 2. Damit die den schönen Gassi führen können. Nein! Dieser Lümmel! Das habe ich hier auch noch gepennt, deswegen ist mein erstes Türmchen platt. So, baue er direkt ein neues. Nein, nicht kämpfen, nicht kämpfen! Lauft! Ihr Narren! Ihr müsst ihn doch Gassi führen! Oh, ein Schatz! Oh, Pandoras Büchse! Oh, Kronos. Oh, da liegt was Süßes. Tja. Bald haben sie es hinter sich. Dann ist es vorbei mit der schönen Kiterei. Wobei, ich könnte... Los, verprügel ihn! Hass! Cool, das klappt ja wirklich. In Wedge. So, du hast nichts zu tun, dann hol mal Mampf. Wer hat noch nichts zu tun? Du hier, dann hol mal Holz. So, die Valkyrie ist down, der Rest ist noch da, das ist schön, dann kitet ihn weiter. Das geht leider nicht. So, noch 2 zum Kiten. Dann würde ich mal sagen, ihr lauft besser, ein bisschen schneller, ihr Lieben. Kann ich ihn jetzt nicht mehr so im Wald rollen? Nein, leider nicht. So, noch 1 Minute müssen wir durchhalten. Oh Gott. Ei, ich wage nicht mir vorzustellen, was passiert, wenn er hier die beiden kriegt. Dann brauche ich entweder neue Einheiten, die mit ihm Gassi gehen, oder ich habe ein Problem. Je nachdem, wie lange es dann noch dauert, bis Gaia endlich mal Hallo sagen kommt. Und ich hoffe, das wird einigermaßen schnell geschehen. So, der letzte Feuerriese. Ah, ich will den nicht zu nah an die andere Saat heranführen, deswegen muss ich den jetzt... Hallo? Alter, nicht cool. Nein, das Kiten klappt nicht mehr. Oh Gott. Na komm, dann helfen wir wenigstens damit. Du reparier mal bitte. Noch 7 Sekunden. Oh, jetzt hat er mich wieder. Schön. Dann ziehen wir ihn mal weg. Gaia wurde gerufen. Kronos wird fallen. Oh, Gaia! Langsam brauchen wir einen Titanen auf unserer Seite. Cool, jetzt haben wir unseren eigenen Titan. Dann würde ich sagen, das Gebäude scheine ich ja jetzt nicht mehr zu brauchen. So geil, dann hoffe ich mal, dass du so badass drauf bist, wie du hoffentlich bist. Oh Gott, wie das ruckelt, diese verdammten Wasseranimationen.
So, ihr Lieben, ihr kommt mal bitte schnell aus dem Wasser raus, damit wir nicht mehr diese Ruckelanimationen haben. Also Gaia, ich muss sagen, du haust ganz schön auf die Kacke. Ach, da ist der Kronos. Ihr habt den schon gar nicht gesehen. So, zack, Türmchen weg. Oh, Kronos meint jetzt noch in ein neues Zeitalter kommen zu müssen. Gut, die Sinngebung, die hinterfragen wir jetzt mal nicht. So, das machen wir mal direkt eben platt. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, ihr Lieben, dass wir Kronos jetzt mal aufs Maul hauen. Deswegen klopfen wir uns hier mal eben den Weg frei. So, dann gibt's ihm dreckig. Und lasst vor allem mal Gaia vor. So, ihr verpieselt euch einmal schnell. So, willst du vielleicht mal stehen bleiben? Ja, Gaia haut Kronos ordentlich aufs Maul. Das finde ich sehr schön. Oh, Kronos kostet 20 Nahrung. Wie viel kostet Gaia? Auch 20. Mutter der Titan. Verfügt aber Spezialangriff gegen ihren Sohn Kronos. Schön. Ja, der mampft jetzt quasi meine komplette Armee weg. Ich wollte gerade sagen, das ist mir relativ egal, aber hier habe ich gerade ein kleines Problem. Ich hoffe, dass es jetzt egal ist, wenn ich die Bäume verliere. Ja, Kronos dürfte ziemlich bald Geschichte sein, ihr Lieben. Yay, gewonnen! Krios versucht zu fliehen. Oh nein, nicht so eilig. Das wär's. Nur zum Teil, Castor. Die Atlanta sind jetzt ohne Anführer. Jemand muss über sie wachen und ihnen beim Wiederaufbau helfen. Der Stab von Atlantis. Gegrüßt sei der Sohn des Akanthos. Ehre sei Castor. Viel Glück und auf ein Wiedersehen, meine Freunde. Bis dahin wisset, dass ich auf eurer Seite bin. Wir haben keine Zeit zu verlieren. An die Arbeit.